Die Kugel fliegt. Die Kugel fliegt. Ich habe sie abgefeuert. In Kürze wird sie die Person treffen, für die sie bestimmt ist. Ich bin ein Monster. Das wird schon mein vierter Mord sein. Nein, ich bin kein Serienmörder. Ich bin auch kein Psychopath. Ich bin Scharfschütze der Army. Ausgebildet in den USA, in einem geheimen Bootcamp. 10 Wochen hartes Training. Dann der erste Einsatz in Afghanistan. Mein Spotter und ich liegen auf einem Dach. Wir decken unseren Trupp unter uns. Da, eine Tür geht auf. Unsere Körper spannen sich an. Ich war noch nie so aufgeregt und aufmerksam. Ein kleiner Junge tritt auf die Straße. Die Köpfe unserer Kameraden am Boden drehen sich in dessen Richtung. Sie reden mit ihm. Meine Waffe ist auf die Tür hinter dem Jungen gerichtet. Nicht, dass ein Verrückter einen Moment der Unachtsamkeit nutzt, aus dem Haus springt und meine Kameraden tötet. Ich sehe jede Regung im Gesicht des Kindes auf der Straße. Plötzlich werden seine Augen kalt. Bevor ich reagieren kann, hat er auch schon meinem Kameraden ein Messer zwischen die Augen gestochen. Ich schieße. Die Kugel fliegt. Ich habe sie abgefeuert. Der Junge geht getroffen zu Boden. Er hat keine Chance. Ich habe einen kleinen Jungen getötet. Ich bin ein Monster. Nach diesem Ereignis stelle ich einen Antrag auf Beurlaubung. Er wird abgelehnt. Wir brauchen dich hier, sagt mein Vorgesetzter. Na toll. Ich schlafe sehr schlecht. Albträume plagen mich. Aber ich hatte keine Wahl. Er wäre so oder so gestorben. Das rede ich mir zumindest ein. Weitere Einsätze folgen. Nicht in jedem bin ich gezwungen, zu schießen. Doch in genug Einsätzen muss ich den Abzug drücken. Nach jedem Leben, das ich nehme, geht es mir schlechter. Schuldgefühle plagen mich. Ich habe Leben ausgelöscht. Wie auch jetzt. Die Kugel fliegt. Ich habe sie abgefeuert. Sie trifft die Person, für die sie bestimmt ist. Mit einem Loch im Kopf kippe ich nach vorne auf den Tisch. Das Monster wurde getötet. Lass mich frei. Ich bin das nicht. Ich wollte das nicht tun. Warum passiert das alles? Ich sitze hier in meinem Bett, weinend, und schreibe jetzt alles auf, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll und wie lange ich das noch aushalte. Es wird immer schlimmer, immer lauter. Es ist in meinem Kopf. Aber lasst mich ganz von vorne anfangen. Mein Name ist John. Ich bin eigentlich ein ganz normaler 21-jähriger junger Mann. Ich habe einen Job, ein Auto und sogar seit kurzem eine Freundin und bin wirklich zufrieden mit meinem Leben. Zumindest war ich es, bis vor 2 Tagen. Seitdem hat sich mein Leben drastisch geändert, denn es ist jetzt bei mir. Und es versucht mich zu manipulieren und zu steuern. Beziehungsweise, es tat das schon. Ich hatte schon immer diese Stimmen im Kopf. Aber nichts Schlimmes, nichts worüber man sich Sorgen machen müsste. Einfach seine eigenen Gedanken, die manchmal mehr, manchmal weniger verrückt sind. Doch vor 2 Tagen kam eine neue Stimme dazu. Und diese Stimme ist anders. Ganz anders. Diese Stimme ist nicht nett oder ein bisschen verrückt. Sie ist böse. Sie zwingt mich zu Sachen, die ich niemals machen könnte. Alles begann, als ich mir beim Boxtraining gegen Bob einen rechten Haken eingefangen hatte. Bob ist ein Arschloch, das nicht fair kämpfen kann. Und nach diesem unfairen Haken war die Stimme da. Sie leitete meine Schläge und ehe ich mich versah, lag Bob blutend am Boden. Die Trainer schrien mich an, was mit mir los sei.
ob ich noch bei Trost wäre. Doch das war ich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Es sprach zu mir, das erste Mal. Das tut gut, nicht wahr? Diese Macht, diese Kraft. Niemand kann sich uns in den Weg stellen. Du musst nur eines tun, lass mich frei. Ich dachte mir nichts dabei, ich dachte, es kommt, weil ich so wütend bin. Schnell stieg ich aus dem Ring und lief zur Umkleide. Auf meinem Weg kamen mir schon die Sanitäter entgegen, die sich um Bob kümmern sollten. Doch es war mir egal, ich war zu wütend. Während ich mich umzog, redete es weiter zu mir: Warum bist du weggelaufen? Wir hätten Bob ein für allemal vernichten können. Als ich gerade gehen wollte, kam mein Trainer zu mir. Ich wollte mich an ihm vorbeischieben, doch er packte mich am Arm. Warum hast du das getan? Ich wollte seinen Griff lösen, doch er drückte mich gegen den Türrahmen. Was ist los mit dir? Fragte er mich. Ich wollte gehen. Ich wollte, dass er mich in Ruhe lässt. Die Wut, die ich vorhin im Ring erlebt hatte, keimte wieder auf. Es schrie, lass mich frei, und das tat ich. Ich weiß nicht, wieso ich so die Beherrschung verloren habe. Ich war einfach so sauer. Ich schlug mit meiner Sporttasche gegen den Kopf meines Trainers. Einen Schmerzensschrei ausstoßend ließ er mich los. Wutend brand rannte ich in die Umkleide und schnappte mir ein Handtuch. Mein Trainer kniete am Boden und hielt sich den Kopf. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich ging zu ihm, schlang das Handtuch um seinen Hals und zog zu. Er fing an zu stöhnen und zu röcheln, doch ich ließ nicht locker. Sein Kopf wurde rot und er fing an, um sich zu schlagen. Es lachte in meinem Kopf, lachte über den jämmerlichen Versuch meines Trainers, am Leben zu bleiben. Und dann war es vorbei. Ich hatte meinen Trainer getötet. Es sprach wieder zu mir. Macht. Genugtuung. Spürst du es, John? Keiner wird uns aufhalten. Ich bekam Angst. Ich rannte nach Hause und versteckte mich in meinem Zimmer. Doch es redete immer weiter, bis ich anfing, mir mit Schnaps die Birne zuzuschütten. Als am nächsten Tag der Tod meines Trainers bekannt gegeben wurde, war von Selbstmord die Rede. Es spottete, dafür wäre er nicht manns genug gewesen. Doch du hast ihm ein bisschen geholfen. Na, wie fühlt sich das an? Wie sich das anfühlt? Beschissen. Ich bin ein beschissener Mörder. Seitdem habe ich mein Zimmer nicht mehr verlassen, ich habe Angst, dass sowas wieder passiert. Dass es wieder schafft, mich zu manipulieren. Und ich bin wütend. Auf die unfaire Welt. Auf es. Und auf mich selber. Und es weiß das. Es schreit schon die ganze Zeit, lass mich frei.